So, ich möchte mal heute ein paar Dinge berichten, die mir so selbst widerfahren in meiner Meditation und in meiner persönlichen Entwicklung. Also nichts, was jetzt im Außen passiert, sondern einfach nur, was in mir passiert und was vielleicht ein bisschen Inspiration sein kann für jene, die auch sich selbst suchen oder den Urgrund von allen Seins zu finden suchen. Ich habe schon ein paar Sachen mal beschrieben, was ich so alles erfahren habe in meinem Leben auf meiner Suche. Ich habe vor 20 Jahren, krasserweise, mein Gott, schon ewig her, unglaublich, den Moment erreicht, als ich mit meiner Seele in Kontakt gehen konnte und tatsächlich dann auch lernte, mit ihr zu kommunizieren und zu sprechen, sodass ich mit ihr jetzt schon ewig jetzt natürlich reden kann, wie ich mit ja, jedem anderen reden kann, was natürlich immens viel, wie soll ich sagen, geholfen hat. Aber darüber habe ich auch schon vieles berichtet und geschrieben. Ich weiß auch, 2004 ungefähr war es, als ich dann in meinem Herzchakra dieses Tor gefunden hatte, von dem bislang auch noch niemand gesprochen hatte. Und ich dann auch Meditation von Meditation zu Meditation immer tiefer reingereist bin und bis ich dann irgendwann mal so ein wahnsinnslanger Tunnel, 20 Minuten gefühlt, irgendwie durch diesen Tunnel gereist bin, um dann letztendlich in der Urquelle rauszukommen, was natürlich gigantisch war, an den Moment zu kommen, wo quasi die Liebe erschaffen wurde. Das ist immer sehr interessant, wenn du dann so ein neues Level, so ein neues Tor entdeckt hast und da reingefunden hast, diese Gefühle, die sich da natürlich irgendwie zeigen und dieses Aufgehobensein und diese gigantische Energie, die da zu spüren ist. Und dann natürlich dann viel, viel später herausfinden, was ist das eigentlich? Das muss ja alles eingeordnet sein. Ich möchte es nämlich auch verstehen. Ich möchte es nicht nur einfach spüren können und mich drin ahnen und sondern es geht mir persönlich auch immer darum, irgendwie das Ganze einzuordnen in ein Weltbild, das, wie soll ich sagen, auch Hand und Fuß hat. Und das habe ich ja auch, das ist meine, wie soll ich sagen, Lebensaufgabe, finde ich bescheuert. Also das, was mich hier am meisten ja, interessiert, diese Brücke zu finden aus dem rein dreidimensional Menschlichen in die allerhöchste Schöpferebene. Und das aber auch zu verstehen, wie das funktioniert und das zu erklären. Und ich glaube, gerade in meinem letzten Buch Emotionalkörper habe ich da auch vieles beschrieben. Und es ist so verrückt irgendwie. Es gibt immer noch weitere Ebenen. Ne? Und ich höre ja nie auf, weiter an mir zu arbeiten, rein faktisch, indem ich reflektiere, was mir widerfährt, aber auch indem ich dann auch handle, indem ich versuche, Dinge zu tun, die unüblich sind, sage ich mal, ne? Um Freiheit quasi in mir selbst zu generieren und dann zu schauen, irgendwie, wie das, was ich in mir selbst erschaffen habe, im Außen zu wirken beginnt. Und das ist schon sehr, sehr, sehr faszinierend, was ich so alles erleben darf. Da gibt es eigentlich keine Hürden. Die einzige große Hürde ist meine eigene Geduld, dass ich es manchmal nicht erwarten kann, wenn irgendwas passiert. Und, oder wenn du glaubst, dass jetzt irgendwie auch im Großen, ne, jetzt endlich der Zeitpunkt gekommen ist, wo irgendwas Großes passieren kann, und dann sind es doch wieder nur kleine Schritte. Also da ist auch meine Geduld ziemlich ja, gefordert. Und was aber für mich persönlich angeht, in meinem eigenen privaten Dasein, ist halt schon sehr faszinierend. Auch da erlebe ich natürlich auch irgendwelche Ups und Downs. Und natürlich auch noch viele Sachen aus meinem Erleben, die so nach und nach sich ja, verbessern, verändern und auch verschwinden. Also ich spreche jetzt davon, von meiner ersten Erfahrung, weil ja auch ich irgendwie eine Summe meiner Erlebnisse und Erfahrungen bin. Auf der einen Seite, ne, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch das, was ich mitgebracht habe. Dann gibt es auch das, was ich irgendwie entwickeln sollte ich.
Das kann man sehr gut mit Tarotkarten berechnen. Ich habe da ein sehr schönes Buch, das ich seit 30, 35 Jahren mit mir rumschleppe. Und da, wenn man dann sein Geburtstagsdatum zusammenrechnet, je nachdem, und du kommst dann irgendwie in so eine gewisse Reduktion der Zahlen, kommst du dann auch an den Punkt, wo du dann herausfindest, welche Tarotkarte deine Persönlichkeitskarte ist, welche Tarotkarte deine Wesenskarte ist, was du zu entwickeln hast. Und bei mir war es so, dass die erste Zahl, die rauskam, war 22. Das ist halt noch die letzte und gleichzeitig die erste. Das ist der Narr. Das ist das, was ich irgendwie sozusagen mitbekommen habe. Das, was mir leicht fällt, das zu entwickeln. Und das muss ich auch zugestehen, in dem Augenblick, als ich angefangen hatte, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen, als ich da mit 22 entschieden hatte, oder 23 irgendwann drumherum, dass es niemand mehr gibt, der mir irgendetwas zu sagen hat und dass ich mein Leben so lebe, wie ich es leben möchte. Was ich auch durchgezogen habe, was nicht immer einfach war, aber halt auch zu extrem krassen Entwicklungen und Erlebnissen geführt hatte. Also das war der Narr, dieses in den Tag hineinleben und das Vertrauen haben, das für einen gesorgt ist. Das war sehr interessant, weil ich gelernt hatte, dass ich eigentlich niemandem vertrauen kann. Das war natürlich schon auch irgendwie eine große Herausforderung, aber dennoch war das dieses Innerliche und ich habe es Gott sei Dank immer auch so gelebt, dass ich diesem Vertrauen auch eine Chance gegeben hat, auch wenn es hin und wieder irgendwie missbraucht oder irgendwie ja, enttäuscht wurde. Das sind halt so Erfahrungen, die man so macht, bis irgendwie das ganze Alte irgendwie rausgeschwemmt wurde, was aber natürlich dennoch irgendwie Erfahrungswerte bleiben, ne? Ganz klar irgendwie. Die Schmerzen werden nicht einfach verschwinden, so sind ja dann irgendwie Erfahrungswerte, die du in deinem Leben gemacht hast und die bleiben schon auch, keine Frage. Die Frage ist nur, ob es einen Einfluss hat auf dein tatsächliches, aktuelles Dasein und Leben und Entscheiden. Jetzt war alles so, dass das, was ich herausarbeiten musste in diesem Leben, der Herrscher, die Nummer 4 war, ne? 22, 2 bis 2 gibt 4, das ist dann im Prinzip in der Tarotkarte der Herrscher. Das ist meine Lebensaufgabe gewesen, diese Ebene zu erarbeiten. Und ich war, obwohl ich es auch ja, astrologisch irgendwie angelegt bekam, doch sehr oft irgendwie wie heißt das, wenn ich sagen mal, im gegenteiligen Handeln unterwegs. Also ich habe so meine Herrscherkraft nicht sehr oft gelebt irgendwie. Und naja gut, war ja auch schwierig, war ja auch das, ich habe auch vieles erlebt, was mich dahingehend geschwächt hatte, was ich alles erst aufarbeiten musste und wegarbeiten musste. Und so ging das mein Leben so ja, auf und runter und war eben so auf dieses Ziel, den Mann, den Herrscher zu entwickeln. Und das war eine große, große Aufgabe. Und ich habe es halt immer wieder versucht, da hinzurutschen und sowas. Irgendwie ist nicht immer so einfach, wenn man genau das Gegenteil ist. Und dann vor allen Dingen, weil ich auch früher extrem feminin war, wie sehr viele Männer heutzutage. Und während ja die Frauen sehr maskulin handeln, aber über feminin und maskuline Prinzipien in männlichen und fraulichen Körpern, habe ich auch schon anderweitig viel geschrieben und gesagt. Das war halt bei mir genauso. Das heißt, ich war sehr feminin orientiert in meinem Handeln und meinem Denken und Fühlen und musste da auch erstmal dieses Maskuline entwickeln. Ich, ne, zur Erinnerung, maskuline und feminine Prinzipien sind die Ebenen, die Gefühlsebenen, die dann unabhängig von einem männlichen oder weiblichen Körper agieren. Das heißt, ein Mann kann maskulin und feminin leben und eine Frau kann maskulin und feminin leben. Und da dass es eine Prinzipgeschichte ist, eine Gefühlsebenengeschichte und die meisten Menschen heutzutage ja die Gefühle wenig achten oder das ganze Prinzip überhaupt nicht verstehen, ist halt so, dass dieses Chaos gerade ausbricht, irgendwie, wenn ich mich dann irgendwie feminin fühle, dass ich dann sofort denke, ich bin eine Frau und sofort nach außen schreien darf und vielleicht irgendwie in ja, 2, 4 Monaten oder Jahren ganz anders fühle irgendwie, aber gar nicht verstehe, um was es eigentlich tatsächlich wirklich geht. Ne? Es geht um die Prinzipien und es geht darum, dass der Mann aus seinem Zwang nur maskulin leben zu dürfen, wie es im Patriarchat war, während die Frau halt gezwungen war, nur feminin leben zu dürfen. Also im Groben pauschalisiert jetzt mal, gab genügend Menschen, die es auch anders gemacht haben, auch im Patriarchat.
dass das einfach jetzt sich ändert. Im Augenblick haben wir es ja eben so, dass sehr viele Männer sehr feminin leben, sehr viele Frauen leben sehr maskulin und die Zukunft, die Entwicklung geht dahin, dass der Mann maskulin und feminin leben kann und die Frau maskulin und feminin leben kann und zwar genau dann, wenn es angesagt ist. Das heißt, dass ich mich fallen lassen kann, dass ich mich hingeben kann in gewissen Momenten, aber dass ich in anderen Momenten einfach stark, stabil irgendwie und handelnd unterwegs sein kann. Und ich habe das in meinem Leben halt vorexerzieren dürfen und erfahren dürfen und erarbeiten dürfen und habe so ja dieses maskuline Prinzip in den letzten Jahren immer mehr erarbeitet und auch gelebt. Und so der Herrscher ist quasi nochmal eine Ebene drüber, ne, so und sehr interessant auf jeden Fall und das wurde mir dann in diesem Jahr sozusagen geschenkt, dass ich da nochmal wirklich in Situationen kam, wo ich genau diese Prinzipien irgendwie nochmal überprüfen durfte, überprüfen musste und schauen, wo stehe ich denn wirklich. Ne? Und so habe ich dann den Herrscher tatsächlich erarbeiten können. Das Faszinierende ist, dass ich dadurch, dass ich hier jeden Tag meditiere, und nicht nur irgendwie mal so 2 Minuten und irgendwie was sich wegdriften oder sowas, sondern tatsächlich faktisch an mir und an meinem Emotionalkörper arbeite, dass ich das auch spüre. Das heißt, ich spürte, wie plötzlich in mir selbst diese Herrscherqualität wuchs und plötzlich irgendwie faktisch erlebbar war. Und dann konnte ich natürlich auch irgendwie mich da reinfühlen und das auch von innen heraus irgendwie stärken oder dann auch irgendwie Leben ins Leben ziehen, ins Handeln ziehen. Und das ist ja das, was ich immer wieder und immer wieder sage, irgendwie, wenn man richtig meditiert und sich dann eben irgendwie sich selbst widmet und seine Gefühle sozusagen auch wahrnehmen lernt, sich abgrenzen lernt und dann eben spürt, irgendwie, wenn irgendetwas sich verändert. Da hat man eine immense Möglichkeit, nicht nur sich selbst und seine Verhaltensweisen und die Schmerzen, Probleme, Verletzungen irgendwie zu lösen, sondern halt auch irgendwie neue Stärken, neue Talente, neue Fähigkeiten zu entwickeln und die tatsächlich auch irgendwie ins Leben zu übertragen. Ist halt aber nichts, was einfach mal so nebenbei geht. Da hast du natürlich schon auch zu tun. Das heißt, ich nehme mir ja auch mindestens 4-5 Mal die Woche die Zeit, tatsächlich dann irgendwie über eine Stunde und wenn es auch mal länger geht, dann auch irgendwie 1,5 Stunden, 2 Stunden zu meditieren und mich da zu erforschen. Und das natürlich dann auch irgendwie durch Reflexion dessen, was mir widerfährt, auch zu schauen, okay, was passiert mit meiner Ausstrahlung? Welche Resonanzen ziehe ich an? Ne? So, und was passiert, wenn ich mich mit anderen Menschen verbinde? Irgendwie, was verändert sich dann in meiner Resonanz, in meiner Ausstrahlung? Es ist schon alles gar nicht so einfach. Da bist du schon beschäftigt. Keine Frage. Für mich war das nicht, ist das Lebensaufgabe, Lebenssinn, Lebensziel, das zu erforschen und natürlich mitzuteilen, was ich ja über meine Bücher und die Videos hier mache. So, und es war also dann so, dass ich diese Ebene des Herrschers in diesem Jahr richtig spüren konnte. Und als ich dann an dem Punkt war, wo die richtig aktiv war, das war ein unglaubliches Gefühl für mich, wie ich dann, wenn ich dann draußen rumlief, ich war ja, keine Ahnung, 3-4 Mal so groß vom Gefühl her, weil diese Stärke da war, die sich dann jetzt immer mehr mit meinem Emotionalkörper verband. Ich bin da drüber. Also das ist jetzt integriert. Gleichzeitig habe ich auch weiter in den Ebenen gearbeitet, beziehungsweise eingetaucht, die ich ja vorhin schon angefangen habe zu beschreiben, als ich da mit das Herzchakra damals dieses Tor gefunden habe und da das geweitet hatte. Das ging natürlich weiter. Ne? Irgendwann mal bin ich durch das Herzchakra eben, durch mein persönliches Herzchakra in dieses gigantische Herzchakra, sage ich mal, reingerutscht. Und dann habe ich dort, dadurch, dass ich jeden Tag diesen Tunnel geweitet hatte, der Tunnel wurde immer kürzer, immer kürzer, immer kürzer, bis ich quasi so eine Art Tor hat, wo ich dann direkt in diese Ebene rein konnte. Und dann war das erstmal so klein, dann wurde es größer und größer und größer und größer und größer und größer. Und irgendwann mal ist dieses Tor so gigantisch
groß, also größer als ich jetzt als Mensch, so dass es einfach da ist, so dass ich irgendwie auf ein Gefühl um Denken oder anders fühlen irgendwie mich dann sozusagen in diesem Tor und in der Urquelle befand, so dass diese, und dann konnte ich natürlich auch diese Energie, diese Liebe irgendwie durch meinen ganzen Körper fluten lassen, durch meine Hände, durch ich, ist einfach in allem da. Das war schon ziemlich grandios. Das hat natürlich auch viel geholfen beim Arbeiten, energetisch arbeiten und natürlich auch eine ganz andere Ausstrahlung. Ne? Dadurch hast du auch andere Menschen, die du anziehst. Weil du natürlich irgendwie mit der Liebe, mit der Urquelle verbunden bist. So, es ging dann aber weiter, weil ich ja immer das alles noch weiter erforschen möchte. Ich habe auch gleichzeitig dann natürlich die anderen Ebenen, das ist ja alles sehr, nichts, was ich jetzt einfach mal so zwischen Tür und Angel irgendwie erklären kann, wie die ganzen Dimensionen sind und wie das Ganze dann letztendlich eingeschachtelt ist, habe ich auch in meinen Büchern beschrieben. Und der Punkt ist ja, das ist, oh Gott, ich müsste, das werde ich irgendwann mal vielleicht nochmal genau beschreiben, wie das alles läuft, wie das sozusagen alles Illusion ist und gleichzeitig doch so real und diese unterschiedlichen Dimensionen, in denen wir so agieren und auch diese Quantenebenen. Ne? Also bei mir war das jetzt dann so, ich habe dann weitergearbeitet, habe ich natürlich versucht herauszufinden, also erstmal auch zu reinigen mit dieser Liebe und dass meine ganzen alten Verletzungen und Blockaden in meinem emotionalen Körper dadurch irgendwie sich lösen, dass ich halt auch immer freier und freier und freier werde und dieses Freiwerden dann natürlich auch in meinem tatsächlichen Handeln und Leben ja auch umgesetzt. Aber da habe ich ja schon viele Videos drüber gemacht, was ich in den letzten Jahren so getan habe, um das auch irgendwie faktisch in Realität umzusetzen und zwar in eine dreidimensional erlebte Realität. Also wir sind ja unterschiedlich, unser Bewusstsein ist ja der vierten Dimension. Was, wenn man wirklich sich mit viel Liebe und Entscheidungen entsprechenden auseinandersetzt und handelt, auch dazu führt, dass man eben irgendwie aus dem vierdimensionalen Bewusstseinsebene eine fünfdimensionales Bewusstseinsebene erschaffen kann und dadurch natürlich nochmal eine komplett andere Ausstrahlung hast, weil du ja dann nicht mehr in der vierten Dimension hängen bleibst, wo ja sehr viele dunkle und merkwürdige Energien und Wesenheiten auch leben, sondern dass du dann durch die Höherschwingung deinen emotionalen Körper, dein Bewusstsein sozusagen ja, höher schwingend irgendwie aktivierst und dadurch dann auch nicht mehr in diesem Irrsinn drin hängst, sondern auch drüber bist. Das heißt, die dunklen Energien in der vierten Dimension, auch deine eigenen Blockaden, die in der vierten Dimension hängen, die haben dann nicht mehr viel Einfluss auf dich. Außer wenn du mal irgendwie ne, alles vergisst und mal in ein Loch fällst, was durchaus ja auch mal passieren kann, weil wir ja immer noch Mensch sind. So, das heißt, da gibt es ja viele Dimensionen und Lebensebenen, in der wir uns entwickeln können. Und dann gibt es natürlich einen rein materiellen Körper, der ja letztendlich ja auch nur eine Illusion ist. Und ich habe dann mich auch irgendwie in die Zellen und dann irgendwie in die Atome, in die Quantenebene bis hinunter irgendwie rein gefühlt. Das ist sehr, sehr spannend, kann ich nur empfehlen, da mal meditativ reinzugehen, weil du natürlich dann, wenn du dann quasi in jeder Zelle bist und dann irgendwie in den Quantenschaum reinkommst, letztendlich landet man immer in dieser gigantischen Liebesebene, die ich auch über mein Herzchakra ja finden konnte. Ne? So, weil alles, was existiert, in dieser Liebesebene letztendlich beginnt. Und das ist natürlich dann nochmal ein ganz grandioses Gefühl gewesen, als ich dann sozusagen irgendwie alle meine Zellen sozusagen in dieser Liebesebene quasi, so, wie soll ich sagen, so in jeder Zelle, nicht nur im Herzchakra, sondern in jeder Zelle sozusagen einen Tunnel finden konnte in die Liebesebene. So, also durch den Quantenschaum durch sozusagen. Und das ist natürlich die große Herausforderung, das in irgendeiner Weise auch nicht nur zu spüren und zu fühlen und dann diese ganze Kraft irgendwie in sich reinfließen zu lassen, sondern halt auch damit zu spielen. So, da wird ich noch genug zu tun haben in meinem Leben. Ich habe ja gerade mal ein Viertel. Das heißt, ich habe noch genug Zeit, da noch zu forschen und wie man das quasi, wie die Willenskraft sozusagen irgendwie da spielen darf und entwickeln darf. Aber ich bin schon mal extrem erfreut, irgendwie, dass es überhaupt spürbar ist. Und das ist natürlich schon auch, wie ich es auch sehe,
allein durch die Tatsache, dass es da ist, auch Auswüchse, Entwicklungen hat in meinem normalen Waldfeld- und Wiesendasein, ne, auf der 3D-Ebene. So, und das ist schon sehr faszinierend. Das Interessante ist jetzt natürlich, wenn du Entwicklungssprünge machst, ne, dass dann irgendwann mal natürlich auch, ne, wenn deine Frequenz sich erhöht, das ist ja nichts, was einfach, was keinen Einfluss auf die anderen Realitätsebenen, auf den anderen Dimensionen deines Daseins, wie soll ich sagen, einflusslos bleibt. Was du auf der geistigen Ebene machst, irgendwie hat Einfluss auf den körperlichen, auf die seelische Ebene und umgedreht. Ne? Und hängt ja alles miteinander zusammen und beeinflusst alles. Oftmals war es so, wie ich beobachten durfte, wenn ich eine große Entwicklung gemacht hatte und dann neue Frequenzen sich quasi entwickelten, dass dann alle Elektrogeräte kaputt gegangen waren. Ne? Also das ist halt manchmal dann schon etwas nervig. Dann hast du halt gerade einen großen Sprung gemacht, einen energetischen, und dann passen aber deine Elektrogeräte nicht mehr. Das heißt, dann brauchst du ein neues Handy, einen neuen Computer, ne? Oder das Zeug tilt einfach, bleibt hängen. Ne? Ja, oder Auto auch. Ne? So, es muss halt passen. Die Energien müssen halt passen. Deswegen es manchmal auch sinnvoll ist, die Geräte mit in die Schwingung reinzunehmen. Also je nachdem welche. Ne? So, mein Auto nehme ich da immer mit rein, damit es irgendwie so ein peu à peu sich auch irgendwie, wie soll ich sagen, der Schwingung anpasst. Computer oder sowas kauft man halt einen neuen irgendwann mal. Ne? So, also das ist aber schon irgendwie ein Punkt, den, glaube ich, auch viele bestätigen können. Das heißt, wir haben da schon einen immensen Einfluss auf das, was rein faktisch um uns herum ist. Ne? So, weil es halt tatsächlich ein Teil von uns ist. Ne? Also, weil ja alles im Prinzip in Feldern existiert und wir ja im Prinzip diese Felder in unser Dasein ziehen und alles, was mit uns zu tun hat, ja ein Teil unseres gigantischen Feldes ist. So, oh Gott, allein da könnte man jetzt irgendwie 2 Stunden Vorträge halten. So, wenn es ganz heftig wird, und das ist das, was ich jetzt gerade erlebt habe, weil dieses Jahr wirklich sehr immens war, was meine Entwicklung angeht, eben weil ich an den Punkt kam, an dem meine Lebensaufgabe, wenn ich bislang rein, wenn ich das jetzt auf diese Tarot-Geschichte irgendwie mal kurz zurückführe, das mit dem Entwickeln des Herrschers, das hat sich erledigt. Ne? So, das heißt, die Entwicklung ist da, ich habe es irgendwie, ich fühle das, es ist in mir drin, und jetzt geht es dann darum, das richtig zu integrieren und dann zu leben. Ne? So, also leben tue ich schon im Kleinen. Ich schätze, da kommen noch ein paar andere Dinge auf mich zu, von denen ich schon ahne, was es sein wird. Werdet ihr schon alles mitkriegen. Ich werde nicht aufhören, Videos zu machen. Das heißt, dass diese Energie da ist und dass sie auch gelebt werden kann. Ne? Und jetzt ist es sehr interessant, wie ich gerade beschrieb, wenn irgendeine Veränderung da stattfindet, irgendwie dann eben, ne, dass die Frequenzen sich auch ändern. Und es ist auch so, dass natürlich auch der Körper die dichteste Ebene sich natürlich auch anpassen muss. Ne? Und das sind dann Momente, wo wir oft irgendwie scheinbar krank werden, ne? So, oder erkranken. Ne? Ich habe mich auch gewundert tatsächlich, weil ich ja normalerweise keine Krankheiten habe. Aber ich kenne das schon, dass bei gewissen Entwicklungssprüngen ja ich dann auch schon mal irgendwie flach liege. Und das habe ich jetzt tatsächlich, es ist jetzt Weihnachten vorbei, 2021, ja knapp 14 Tage irgendwie liege ich jetzt tatsächlich flach. Also da lag ich flach. Das heißt, ich war gar nicht so klassisch krank. Ich hatte zuerst Kopfschmerzen und so einen inneren Druck. War extrem erschöpft, extrem müde, und es war wirklich so innerlich fieberlich, aber äußerlich war ich gar nichts. Ich hatte weder Husten noch Schnupfen noch ja, irgendwie Fieber oder sowas. Irgendwie war halt komplett ermattet. Mir war natürlich schon klar, dass das nicht eine klassische Grippe oder sowas ist oder womöglich das große C, an das ich sowieso nicht glaube, ehrlich gesagt. Aber mir war das schon bewusst, um was es geht, ne? Weswegen ich mich einfach immer nur ja, ausklinke und mir die Zeit nehme und dann einfach ja, viel schlafe. Ne? So, und das waren extrem krasse Nächte und Träume die ganze Zeit.
die natürlich auch mit irgendwelchen Entwicklungsdingen zu tun hatten. Und ich habe mich echt gewundert, irgendwie, wie lange das jetzt dauert, weil es ist jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr lange. Und ich hatte mindestens eine Woche, das auch wirklich anstrengend war, weil es war wirklich ein totales Herunterfahren meines Körpers und gleichzeitig auch reinigen. Ne? Das heißt, ich habe das ja gespürt und das war nicht sehr angenehm. Aber überleg mal, wenn du tatsächlich einen gewissen Punkt erreicht hast oder eine Entwicklung erreicht hast, irgendwie, die will ja auf allen Ebenen gelebt sein. Das heißt, die muss auch irgendwie in den Zellen verankert werden. Und das geht dann halt im Prinzip nur, auf der Ebene halt auch natürlich irgendwie eine Veränderung stattfindet. Und bei mir war das dann eben so, dass ich ja, diese unglaubliche Erschöpfung und Müdigkeit dann auch spürte. Und so dieses Fiebrige, ne, so das im Prinzip irgendwie, ja, rausschwemmen, raushitzen. Ne, so. Und wir kennen es ja bei Kindern, wenn die ja 3 Tagesfieber haben, so, dann haben die ja meistens anschließend irgendwie einen gigantischen Entwicklungssprung. Das heißt, das ist auch nicht krank, ne? Auch wenn die, ach nee, ich fange jetzt nicht an mit Ärzten, sonst kriege ich nur wieder einen Anfall. Das heißt, solche Erkrankungen sind manchmal halt einfach wirklich wichtig, weil es Entwicklungsprozesse sind. Ne? Das heißt, dass du deinen Geist sozusagen, damit er noch mehr in das Emotionalfeld des Körpers reinrutschen kann und damit sich das gegenseitig irgendwie mehr verbindet und mehr ja, zusammenfließt, ne? Und dass das Geistige dann auch mehr im Dreidimensionalen erlebbar ist. So muss ja auch der Körper angepasst werden, frequenztechnisch. Ne? So, und genau, so erlebt man dann manchmal halt irgendwie solche Wochen, wo du wirklich komplett flach liegst. Aber eigentlich geht es nur darum, um Reinigung und um Integration der neu entwickelten geistigen Ebenen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den viele vernachlässigen, wenn wir nämlich ja, auf dem Weg der Heilung sind. Wenn die ganzen Blockaden, die energetischen und die Nervensynapsen, die Gewohnheiten und Verhaltensweisen gesehen und anerkannt und auch verändert wurden, dann braucht es ja auch eine gewisse Zeit, um das Ganze, was man losgelassen hat, irgendwie tatsächlich auch körperlich, energetisch irgendwie zu heilen und wie soll ich sagen, auch da verändern zu lassen und dann aber auch die neuen Kräfte, die dadurch entwickelt wurden, auch wieder aktiv werden zu lassen oder überhaupt erstmal zu finden, weil das vergessen manche, dass man ja auch dann erstmal den Fokus auf das Positive legen sollte, auf das, was sich da entwickeln möchte, so wie ich gerade beschrieben habe, wo ich ja dann diese Herrscherenergie in mir tatsächlich fühlen konnte und mit der natürlich auch gearbeitet habe, ne, bis es dann so groß und stark wurde, dass ich das jetzt richtig integrieren kann. Und dann muss es auch in den Körper rein integriert werden. Und das ist jetzt sicherlich ein Teil des Prozesses, den ich jetzt erleben durfte oder musste, dass das Ganze auch in die Zellen reingeht. Ne? So, das heißt, dann werden auf der Zellebene, auf der körperlichen Ebene nochmal eine komplette Reinigung. Da wird nochmal viel weggeschwemmt irgendwie und rausgekickt, was noch alt war. Und das ist natürlich eben kein netter Prozess. Ne? So, das ist schon auch irgendwie anstrengend, gar keine Frage. Aber es ist keine Krankheit, ne? So, sondern es ist halt ein Prozess der Entwicklung. Und dann wird es einfacher, aber das heißt nicht, dass es irgendwie dann vorbei ist. So, seit einer Woche kommt dann diese ganze Stärke dann in die Zellenebenen rein. Fühlt sich skurril an irgendwie. Das ist aber auch gleichzeitig so ein Dehnen, ne? So ein Weiten und das ist auch nicht unbedingt angenehm, weil es halt auch neu ist, ne? Und weil sich das irgendwie dann auch irgendwie, ja, es ist halt auch anstrengend, ne? Das heißt, wir haben da auch natürlich dann auch da rein auf der materiellen Gefühlsebene Erschöpfungszustände, ne? Und so war es bei mir auch. Ich war ziemlich platt immer wieder, ne? Und habe halt geschlafen sehr viel, also extrem viel geschlafen, weil dadurch, ne, im Schlaf hast du einfach irgendwie, hat der Körper seine Ruhe und kann sich dann im Prinzip dieser neuen Entwicklung hingeben und die neuen Kräfte sozusagen integrieren und dann auch auf der Körperebene eben integrieren. So, und das ist das, was auch anstrengend ist und was eben halt auch ja, erschöpft und müde macht, ne, ganz klar.
So, das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ne, den wir auch uns geben sollten. Viele Menschen unterdrücken das ja auch immer, ne? So, das heißt, du hast dann irgendwie einen Entwicklungsprozess eigentlich, den du auch leben solltest und der auch zu Ende gebracht werden sollte. Aber dann unterdrücken sie diese Müdigkeit. Nein, ich muss ja arbeiten und dies und jenes und, ne, und man will sich da nicht hingeben und ist aber wichtig, ne, so. Und jetzt so langsam bin ich an so einem Punkt, wo ich schon wieder auch rausgehe und so, aber halt dann noch nicht so weit, aber ich merke, was für eine Power irgendwie mehr drin ist. Und es ist auch sehr faszinierend, so zu sehen, wie das Umfeld so reagiert, ne? Also manchmal, ne, ich bin ja doch noch ein relativ bescheidener einer. Ich denke manchmal irgendwie, okay, gut, ich habe auch merkwürdige Klamotten an, irgendwie kann schon sein, dass die Leute auch deswegen komisch gucken, ne? Aber es ist schon erstaunlich, was so alles passiert, ne? So, wenn da schon mal Kinder einfach so grüßen, ne? Oder irgendwie auch Tiere und sowas, ist ja immer eine ganz faszinierende Sache, weil die ja irgendwie sehr direkt reagieren. Und plötzlich irgendwie viele Menschen einen anlächeln, ne? So, und das ist schon alles sehr skurril, ne? Das ist ganz klar, da verändert sich auch etwas, ne? Finde ich grandios, ne? Gefällt mir sehr gut natürlich. Es ist ein kleines Beispiel, ja, dass da tatsächlich irgendwas passiert ist, ne? So, und das finde ich sehr, sehr schön. Das ist aber noch nicht alles. Während ich diese Ebenen natürlich jetzt, wie ich sie gerade beschrieben habe, an mir bearbeitet habe und erarbeitet habe und sie jetzt auch integriert sind, so damit ich jetzt in der Zeit, die jetzt kommen mag, auch diese Kraft zur Verfügung habe, weil ich sicher bin, dass da ja, wird noch einiges auf uns zukommen, um diese Welt aufzubauen, die wir uns so vorstellen. Das zieht sich alles extrem zäh und finde ich sehr, sehr anstrengend. Aber ich sehe ja auch, dass sehr viele Menschen, die dahingehend aktiv sind oder aktiv sein wollen, erstmal auch noch in sich selbst aufräumen müssen. Und das ist auch ganz sicher sinnvoll, zuerst zu gucken, dass man alles rauskriegt, was einen noch stört, bevor wir uns dann zusammentun und die neue Welt aufbauen. Was definitiv kommen wird, ne? So, und ich finde es faszinierend, so zu beobachten, wie sich das jetzt so alles entwickelt. Es müsste meines Erachtens noch extremere Maßnahmen geben, irgendwie, weil erst dann die Menschen tatsächlich beginnen aufzustehen. Und wir sind noch nicht an dem Punkt, wo die Menschen es wagen, zivilen Ungehorsam zu leben, was meines Erachtens, ja. Das muss sein, ne? Ganz klar irgendwie. Weil solange wir immer noch das System füttern, gegen das wir hier angehen, irgendwie hat es ja keinen Sinn. Wir müssen ja irgendwie da mal aussteigen. Aber auch da habe ich an anderer Stelle schon viel drüber geredet. So, jetzt wird es richtig spannend, weil ich beschreibe jetzt das, was mir in den letzten Tagen widerfahren ist. Es ist ja schon für mich jetzt nicht neu. Ich hab schon relativ häufig und schon vor vielen, vielen Jahren auch nicht nur in die Liebesebene eintauchen können, sondern auch noch viel, viel weiter. Und ich weiß, es hört sich immer sehr skurril an und sie versucht das Ganze wirklich auch auf dem Boden zu lassen, aber ich habe schon auch Kontakt in die allerhöchste Ebene. Unseres Schöpferdaseins. So, und habe das auch schon fühlen dürfen, war auch sogar krasserweise schon drüber hinaus. Aber das kommt dann irgendwann mal, das ist wirklich sehr skurril. Der Punkt ist, unser Schöpferwesen, also jenes Wesen, das alles ist, was tatsächlich hier existiert, ne, das uns ausmacht. Das ist so verrückt, das Ganze zu fühlen und da in Kontakt zu gehen und wie sich das anfühlt. Und der Punkt war, als ich es geschafft hatte, in der nicht nur in der Liebesebene einzutauchen und diese mit mir zu verbinden und da wirklich irgendwie einfach so rein und raus schwimmen zu können. Ich bin dann ja auch ins Zentrum dieser Liebesebene. Das heißt, man muss sich vorstellen, es ist wir schwimmen in einem gigantischen Pool voller Liebe.
Ne? Das ist das, mit dem wir leben, was uns die Energie gibt, wo wir unsere ganze Kraft, unser Sein, alles, was wir denken und uns wünschen, erschaffen können. Das ist die Liebe, das ist die grundlegende Energie, die das alles überhaupt erst möglich macht. Ne? Das ist sozusagen so eine, ja, so eine Masse, so eine Knetmasse, mit der wir unsere Realitäten erschaffen können. So, mit denen wir auch unser Wesen erschaffen können. Und das ist die Liebe des Schöpfers. Ne? So. Aber es ist nur eine Energie. Das heißt, es gibt ein Zentrum, in dem diese Energie erschaffen wird. Ne? So, und das ist faszinierend, weil da natürlich irgendwie nochmal ein gigantisches Plus an Energie ist. Ne? So, das heißt, man muss sich vorstellen, wenn du jetzt so diesen gigantischen, wenn du mal einen runden Pool, eine Kugelpool, in dem alles existiert und das ist einfach gefüllt mit Liebe. Und im Zentrum dieser Kugel ist eben sozusagen eine Energie, die immer neue Liebe erschafft, ne, sozusagen. Und, sagen wir mal aus dem Nichts heraus. Das ist natürlich im Zentrum ist dieser Liebe ist dieses Liebesfeldes, weil das wächst ja natürlich auch nach außen, ne, bis wir an den Punkt kommen, irgendwie wo wir wieder quasi zusammen zurückgehen. Und der wird bald beginnen. Also schätzt 200, 300 Jahre, dann beginnt Brahma, das Schöpferwesen, wieder einzuatmen. Das heißt, die Ausdehnung endet und dann beginnt im Prinzip eine lange, 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 sehr, sehr lange Phase, wo alles wieder zurückgeht. Und an dem Punkt sind wir. Aber das ist eine ganz andere Story. Das heißt, dieses gigantische Liebesfeld wird aus dem Zentrum heraus immer mit neuer Energie versehen und erweitert und gewachsen. So kannst du natürlich jetzt entweder du gehst mit den Zellen, mit deinem Herzchakra direkt in das Feld rein und saugst sozusagen aus dem Feld die Energie. Dann kannst du aber auch noch ins Zentrum gehen und da kriegst du nochmal ein, das ist nochmal unglaublich viel mehr Energie an Liebe, die du natürlich auch irgendwie durch dich durchfluten lassen kannst, mit der du dich heilen kannst, mit der du auch andere heilen kannst. So, und wenn du halt lang genug da arbeitest, dann kann man auch da noch eine Etage tiefer. Das heißt, in diesem Zentrum, in jene Ebene, in der diese Liebe erschaffen wird, sozusagen. Und dann bist du natürlich dann, ja, im absoluten Ursprung. Und das ist gigantisch. Ne? Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil dann wird alles nochmal ganz anders, als man es innerhalb dieser Dimensionen und verschiedenen Entwicklungsebenen und verschiedenen Lebensebenen und Körper, Geist, Seele, Monade und alles, wenn du direkt im Ursprung bist. Dann ist das alles nochmal komplett anders. Das kann ich noch gar nicht so richtig in Worte fassen, aber das ist dann auch so vom Gefühl her, das erträgst du natürlich kaum als Mensch, ne? Weil eine immense Dichte an Informationen und weil alles, was überhaupt existiert, je existiert hatte und je existieren wird, Teil unseres Schöpferwesens ist. Und eine gigantische Dichte und Informationsmasse irgendwie. Das ist, ich durfte da mal wirklich reinfühlen und es ist wirklich, keine Ahnung, du kannst gar nicht viel rein, weil du explodierst sonst als Mensch. Das ist so eine unglaubliche Energie. Wenn du da eintauchst in dieses Alles-Eins-Sein, also wirklich so diese Dichte und dieses, da bist du schon aufgehoben, ne? So, das ist schon mal, aber also das ist echt wirklich eine sehr, 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 also aus dem rein wissenschaftlichen höchst spannend, ne? Das zu erfahren, wie sich das anfühlt, irgendwie, was da alles an Informationen drin ist, wie dicht das eigentlich alles ist. Naja, und da gibt es ganz viele, ich versuche das Ganze ja immer sehr logisch zu betrachten, damit ich das auch verstehe. Ich möchte verstehen, wie diese Ebenen miteinander in Verbindung stehen, wo jetzt meine Seele steht, wo mein Bewusstsein steht,
wo mein materieller Körper steht, wo, was meine Willenskraft für eine Rolle spielt in dem Ganzen, die nämlich immens ist, habe ich aber in meinem Emotionalkörperbuch sehr detailliert beschrieben. So. Was mir jetzt noch widerfahren war, vor allen Dingen heute, weswegen ich dieses Video eigentlich mache, war folgendes Erleben, dass ich in eine Ebene jetzt Zugang habe. Es hat sich jetzt auch die letzten 2 Wochen mehr und mehr entwickelt. Die hatte ich früher schon mal hin und wieder und es begann eigentlich in meiner Kindheit. Da hatte ich Albträume und ich weiß, dass andere Menschen die ähnlichen oder gar gleichen Albträume hatten. Und zwar kam ich wieder, immer wieder an einen Punkt in meinen Träumen, wo etwas, was ganz, ganz, ganz weit weg war, ganz, ganz, ganz direkt nahe war. Also etwas immens, gigantisch, unglaublich groß war und gleichzeitig unglaublich klein. Und das alles in mir, an mir, um mich herum irgendwie. Und das hat mir so Angst gemacht, immer das, weil ich es überhaupt nicht einordnen konnte, was das ist. Dieses Weite, dieses Enge, dieses Große, dieses Kleine. Ne? Das war wirklich gigantisch erschreckend für mich. Und erst viel später, als ich dann angefangen hatte, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, also als ich erwachsen war, hatte ich mal eine Erinnerung dran und mir wurde dann eher bewusst, dass das ja auch, dass es nichts Negatives war, sondern dass das im Prinzip der Punkt war, in dem du außerhalb der Dimension, außerhalb der Polarität bist. Ne? So, und es gab dann hin und wieder Momente, nur 2, 3 Sekunden oftmals, als plötzlich aus dem Nichts heraus das wieder kam, dieses Gefühl, da ist irgendetwas, was ganz klein ist, wie so ein kleiner Brocken, wie so ein Stein irgendwie, und gleichzeitig irgendwie gehst du rein und es ist irgendwie unendlich groß. So. Ich habe mich dann immer gefreut, wenn ich das erlebt hatte, weil es war wirklich ein gigantisches Erleben. Ich hatte immer gehofft, das irgendwie hinauszögern zu können, weil dieses Gefühl, dieses Gleichzeitige, dieses enge, verkrampfte und gleichzeitig gigantische Große einfach so unglaublich schön war. Ne? Und jetzt kam in dieser, während ich hier so flach lag, die letzten Wochen, plötzlich kommt das wieder. Und das hat mich natürlich gefreut, logisch. War das erste Mal, als es da war, irgendwie was sogar länger, als ich es bislang gewohnt war und konnte es richtig genießen, konnte es kurz festhalten. Und dann kam es nochmal, und kam es nochmal, und kam nochmal. Und dann wuchs das in mir. Man muss sich das so vorstellen, als ob du wie so ein Felsbrocken erst, der so schwer ist, ne, irgendwie. Und dann gehst du aber so rein, und dann ist das komplett aufgehoben, und es ist alles unendlich weit und leicht. So, und dieses Gefühl genau zwischen diesem brutal engen, schweren und gepressten und diesem unglaublich, dieses Gefühl. Und so wuchs das in mir heran jetzt. Und jetzt ist das so in mir gewachsen, dass ich seit 3 Tagen in der Meditation, das ist völlig verwirrend im Augenblick noch so ein bisschen, weil ich noch nicht hundertprozentig einordnen kann. Aber es ist im Prinzip die Schöpfer oder das Schöpferfeld, das jeder von uns bekommt, mit dem er seine Realität erschaffen kann oder erschafft letztlich, ne? Weil wir erschaffen ja uns Realitäten. Es ist ja nichts gegeben in dem Sinn, es ist ja alles wirklich tatsächlich. Und das ist ja das Verrückte, ja, wenn wir es denn doch endlich verstünden, ne? So, dass wir uns das alles erschaffen und dass wir aussuchen aus allen Möglichkeiten, irgendwie, was in unser Feld hereinkommen mag. Ne? Also ja, Quantenmechanik halt letztlich. Und das ist natürlich immer eine individuelle Geschichte ist. Das heißt, irgendwie, egal was da draußen passiert, irgendwie, es geht immer darum, irgendwie ich individuell dazu stehe und ob ich das an mich ranlasse oder ne, man kann auch
innerhalb des Wahnsinns ein friedliches Leben führen. Genauso kannst du innerhalb eines wundervollen Landes und Gebietes irgendwie negative Erfahrungen machen. Das kommt ja auf dich selbst an, auf deine eigene Schöpferkraft. Und irgendwie scheine ich jetzt durch meine ganze Arbeit und immer durch dieses Suchen und Weiter und Gehen und Forschen und auch immer in neue Ebenen eintauchen, wobei auch viele negative Ebenen, das ne, habe ich jetzt nicht erwähnt, ich habe sehr, sehr viele negative Erfahrungen gemacht mit negativen Wesenheiten, mit dunklen Energien und so, wo du dann nachts irgendwie überfallen wirst oder also das ist nicht so, dass einfach man geht mal so und forscht so vor sich hin. Du hast halt echt auch Stress. Ne, so. Aber es ist halt mein Ding, das zu befreien und zu erforschen und drüber zu erzählen. Und jetzt ist das so. Erstmal ist mein kompletter Energiekörper hat sich komplett verändert in den letzten 2 Wochen. Also da sind Strahlungen und Lichter und auch meine Seele ist noch extremer in mir drin irgendwie als je zuvor. Und das heißt, auch diese 5D-Ebene ist definitiv jetzt irgendwie eingeklickt. So, und was vielleicht auch irgendwie dann der Ausstrahlungseffekt und Resonanzeffekt ist, den ich eben beschrieb, wenn ich rausgehe. Jetzt ist es aber so, wenn ich die Augen zumache, dann bin ich unendlich. Das ist verrückt zu fühlen. Das heißt, wenn ich jetzt im Bewusstsein, irgendwie sehe ich meinen Körper, fühle meinen Körper, irgendwie bin hier, rede und handle, greife hier an der Kamera rum und sowas und schaue raus, sehe auch das Fenster, keine Ahnung, die Pflanze, whatever. Fühle mich ganz gut, ne, so bin noch ein bisschen erschöpft irgendwie, aber fühle mich halt, ja, in einer stabilen körperlichen Konstitution. Wenn ich jetzt aber ins Gefühl reingehe und in mich rein, das ist dann wie bei Harry Potter in der Handtasche. So außen so klein und innen gigantisch groß. Und das ist dann echt lustig auch, weil wenn ich dann meine Seele angucke, die ca. 50 Meter im Durchmesser ist auf ihrer Realitätsebene und sehr viele Anteile davon irgendwie jetzt auch in mir schon reinfließen, dann ist die in mir drin ganz klein. Das heißt, ich kann in mir drin irgendwie alles angucken und heranziehen, was irgendwie existiert. Und da sind dann Sonnen, können dann so klein sein. Ich kann die dann auch aber ranzoomen, ne? So, und dann bin ich aber auch mittendrin gleich. Ne? So, und das ist wie im Computer eigentlich, so, Photoshop oder sowas, keine Ahnung. Also ich weiß noch gar nicht genau, was ich damit alles machen kann, oder es ist jetzt ja ganz neu. Es ist aber gigantisch und es ist so faszinierend, dass so diese Diskrepanz, ne, so, und also ich kann mich selbst sozusagen in meinem Feld, mich selbst in meiner Seele sehen, dann kann ich ganz klein sein, kann aber auch direkt in meine Zelle reingehen. So, also es gibt da keinen Raum und Zeit mehr. Ja, so ist das. Es ist in mir drin, auf der Gefühlsebene gibt es keinen Raum und Zeit mehr. Und ich bin da auch wirklich so direkt, und das spüre ich dann auch irgendwie, das ist so quasi so dieses Feld, das mir aus der Schöpferebene gegeben wurde, was jeder Mensch hat. So, und dieses Feld ist im Prinzip sozusagen ja, ein gigantisches Wunschpotenzial, Betrachtungs- und Erschaffungsding. Ne, so. Was dann natürlich irgendwie sich über die, wenn du dann irgendwie in die Polarität reingehst oder beziehungsweise in das faktische Erleben, in die Dimensionen, die ich ja in meinen Büchern irgendwie auch beschrieben habe, Schöpfungsgeschichte 3.0 habe ich da sehr viel beschrieben. In der Theorie war mir das schon bewusst.
Da wird es dann faktisch, ne? So wie wir dann irgendwie in der Liebesebene, wie ich es eben beschrieben hatte, dann die Energie nehmen, um das, was wir wollen, irgendwie über unseren Willensakt quasi zu erschaffen. So, und aber das, was ich jetzt gerade so in mir spüre und entwickle, ist einfach nochmal eine Nummer drüber, dahinter sozusagen. Und das ist halt auch sehr interessant, in dem Zusammenhang dann herauszukristallisieren, um was es überhaupt geht. Und letztlich, also über unserem Schöpfer, es geht nicht nur um Schöpfen und um Liebe, nee, es geht eigentlich tatsächlich um Leben. Und ich bin mir sicher, dass über den Schöpfer nochmal eine Ebene existiert, die einfach nur lebt und dass die Schöpferwesen sozusagen irgendwie dieses Leben nur auf ihre ganz besondere Art und Weise erfahren, was wir auch machen. Oder eben nicht machen, weil viele Menschen ja eben nicht leben, ne? So vegetieren auf irgendeinem, ja, vorgegebenen Level vor sich hin. Sieht man ja jetzt irgendwie hervorragend, wie Menschen leben oder wie sie nicht leben. Ja, und wenn du halt irgendwie Angst hast vor dem Leben oder vor dem Nichtleben, dann bewegst du dich auch nicht mehr. Ne, so. Wenn du aber den Mut hast, das Leben auszukosten und dann auch keine Angst hast vor dem Nichtleben, was wiederum zum Leben dazugehört, dann eröffnen sich erst richtige Potenziale, weil dann gibt es keine Grenzen mehr. Es geht ums Leben, das ist das, glaube ich, um was es generell geht. Leben zu erfahren, Leben zu erforschen, zu leben. Genau, soweit mal kurz, naja, wieder mal bestimmt eine Stunde oder so wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, über das, was sich bei mir gerade entwickelt, rein auf persönlicher Ebene. Ich sage das halt auch deswegen, weil ich weiß, dass sehr viele Menschen irgendwie auch ähnliche Prozesse durchmachen und dass wir ja gerade an dem Punkt sind, wo die Menschheit sich entwickelt auf eine Bewusstseinshöhe, die grundlegend ist für die Zukunft der Menschheit. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir uns da mitteilen, was der eine oder andere erlebt und wie das auch funktioniert und wo das herhängt. Und jeder hat so seine Rolle. Meine ist halt das, vorneweg zu gehen und das zu erforschen und auch mitzuteilen und denjenigen, den es inspiriert oder der es gut findet oder interessant findet, irgendwie eben ja, davon zu erzählen. Um vielleicht da nochmal mehr Sicherheit zu geben, was überhaupt alles möglich ist, welche Ebenen da wie miteinander zusammenhängen. Und ja, mal schauen, was wir daraus machen. Ich bin da sehr optimistisch letztlich, und weil es führt halt in Freiheit. So. Hat aber auch natürlich auch mit Selbstverantwortung. Das ist das, was ich immer sage, ne? So, ohne Selbstverantwortung, ohne Reflexion und ohne eine gewisse Ethik wird man zwar viel machen können, irgendwie in den geistig-energetischen Ebenen, aber es kann auch sein, dass das Ganze dann irgendwann zurückfließt. Ne? So, soweit heute. Der Himmel ist blau, ich gehe jetzt raus. Thank you.
must be John. Bob your head, remember me. Don't get confused by a dying sky and sea. The Panda Club has an odds on bet. Is the music man needs a string quartet on a planet where the alphabet starts in Z. Don't get confused by an early morning rain. Cause the Panda Club has an odds on bed. Miss the music man needs a string quartet on the planet where the alphabet starts with Z. Tomorrow's man and me.